Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Modern Warfare. Es läuft immer noch nicht besser. Ich muss einfach mehr in Deckung bleiben und darauf hoffen, dass die Gegner ein bisschen was wegschießen. Die verbündet. Ja, wir haben halt einen Haufen Gegner zu wehren. Versuchen wir, ob das vielleicht so ein bisschen besser hinkriegen. Okay. Gehe ich halt jetzt mal in Deckung. So, das geht schon ein bisschen besser. Autsch. Na, ist ja doch ein bisschen weit vorgerückt. Alle okay. Einheiten, keine Aktivität auf dem Feld. Funkstelle. Holt aus dem nördlichen Gebäude Nachschub. Wir werden absichern. Roger, gehen wir rein und rüsten uns aus, Sergeant. Aufmachen! Unten bleiben und nicht da rausgehen. Sergeant, einpacken und zu mir. Roger. Danke. Bravo 6, hier ist Jaguar 4-1 für Luftunterstützung. Waffen scharf. Verstanden, 4-1, auf Ziele warten. Flieger für Luftunterstützung? Eine Drohne, Treibstoff gering. Hab verstanden. Ist hier ein neuer Sniper? Irgendwas? Na los. Ah, ich glaube, dann wechseln wir auf die MP5. Wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Gut, ich glaube, ich habe alles soweit. Drohne ist in Position. Du musst Ziele markieren. Captain, wir sollten uns den Wolf schnappen und verschwinden. Negativ. Wir halten diese Position. Danach können wir weitersehen. Geben wir ihn auf? Vielleicht müssen wir das. Bravo, wir brauchen sofort diese Drohne. Roger, auf dem Weg. Na, los! Okay. Los! Achtung, Wechsel! Nach oben, Sir! 06, Jaguar 4-1, über Ihnen für Feuermission. Warten auf Ihr Zeichen. Ja, Rick, ich will eine Hellfire aus dem Gebäude. Markier's mit dem Pfeil! Feuere! Einschlag! Ziel markiert! Volltreffer. Strahl ist aktiv. Feuer! Treffer. Sehr schön. Verstanden. Rakete ist unterwegs. Scheiße, ja! Direkter Treffer. Alles sicher. Nicht mehr lange. Mhm. Ostseite. Ja, schon, was ist denn mit denen eigentlich noch, die hier die ganze Zeit rumgefahren sind? Unbekanntes Fahrzeug am Ende des Feldes. Zivilisten? Oder eine Autobombe. Es kommt auf uns zu! Weiteres Ziel markiert! Oh. 06, Jaguar 4-1. Aus dem Osten nähern sich Ihnen Feinde. Over. Bestätigt. Gefeuert. Aktiv! Feuer! Verstanden! Markiere! Ziel markiert! Gefeuert! Jaguar nachladen für erneuten Angriff. Bereithalten! Dankeschön! Am Ende der Straße! Bravo! Jaguar bereit zum Einsatz. Markiert ein Ziel. Feuere! Einschlag! Verstanden! Rakete ist unterwegs! Feuere. Verdammt, fünfter Treffer. Wir sind innerhalb des Bereichs. Gut, gut.
Bravo, Jaguar auf Station. Bereit für Markierung. Ist weg. Ah ja, sehr schön. Das gab es eine Errungenschaft. Alles aktiv. Treffer. Ziel markiert. Volltreffer. So, leider außerhalb der Markierung oder der Anzeige. Ja, ich sehe halt gerade nichts. Rakete gestartet. Treffer. Direkter Treffer. Habt ihr alles? Ja. 06, Jaguar 4-1 ist ohne Treibstoff. Drehe bei. Verstanden, 4-1. Danke für die Hilfe. Was heißt das? Dass wir auf uns allein gestellt sind. Konzentrieren. Okay, ich seh's. Leuchtsignal geschossen. Zweistöckiges Gebäude, Nordosten. Kein Schussfeld. Wir müssen sie ausschalten. Ich gehe. Aber nicht alleine. Derek, geh mit Hadir. Schalte das Hörerteam aus und komm dann zurück. Ich geh von hier aus der Küche. Los, Marine, okay. Unterstützt dich. Da sind wir unterwegs. Das war so weit gerutscht. Autsch. Kommt aber um die Ecke. Das ist Hadir. Au. Da drin, okay. Alles klar. Geschlossen! Gib mir über die Mauer! Ich bringe uns rein! Okay. Hier lang! Ah, sorry. 06, wir sind am Zielgebäude. Gehen rein. Sergeant, wir müssen das Mörserteam kriegen. Schnell! Cool. Oh mein Gott, läuft das hier beschissen. Langsamer vorgehen und ein bisschen mehr passen. Da ja, bist du. Nach oben, los! Auf du! Oh, und gut. Können wir aber auch. Alle Einheiten, hier Bravo 2-6. Alle Mörser ausgeschaltet. Das Gebäude ist sicher. Zurück zum Gelände. Ja, das war doch ganz erfolgreich.
Könnten wir vielleicht auch noch mitnehmen. Ja, ich glaube, das passt soweit. Okay. Komm. Andere Richtung hat ihr. So ist fein. Was ist zu essen da? Keine Tiefkühlpizza. Schwester, da kommen noch mehr Kämpfer. Sie wollen sich den Wolf holen. Schnell darüber, sichert den Wolf. Okay. Schwester, Resident, sofort. Oh, wieso lebst du noch? Das hat hier wieder. Mhm. So, gut, auch hier langsamer vorgehen. Keine Granaten. Ich glaube, der hat echt mehr von seinen Leuten gerade mitgenommen. Verschwinden Sie sofort! Die klemmt, hilf mir! Sicher! Alles gut! Er ist weg. Sie sind durch die Mauern. Verdammt! Sie haben ihn, Captain. Wir finden ihn. Hadir, bring dein Team zur Kreuzung. Bring alle, die du hast. Ja, Schwester. Was ist der Plan, Pfarrer? Der Wolf ist jetzt beim Schlechter. Terrorzellen in der Stadt verstecken sie. Bravo wird jedes Haus durchsuchen. Meine Leute helfen. Wenn sie in die Berge entkommen wollen, gibt es nur einen Weg. Tariq Almut, die Straße des Todes. Russen haben sie bei der Invasion zerbombt und die Fliehenden getötet. Bei der Kreuzung ist ein kleines Dorf. Ich habe Hadirs Kämpfer hingeschickt für einen Hinterhalt. Alex und ich stoßen dazu und gehen über der Straße in Schussposition. Auf der Lauer. Für den Wolf. Der Highway ist unter uns. Hadirs Verstärkung ist in Position für den Wolf. Wir draußen kriegen uns die Russen leicht. Ja, die Zeit ist knapp. Barkows Männer jagen uns. Er hat keine Kontrolle. Er will sie zurück. Hier anhalten! Bewegung! Wir müssen den Wolf am Pass abfangen. Vor dem okay. Krieg gab es hier Familien und Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du einen Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Wie? Einen verdeckten Ermittler. Nicht schlecht. Ist besser in meiner Sprache. Das war in deiner Sprache. Die brauchen wir noch. Ja, Ma'am. Hadir hält für uns die erhöhte Position. Mein Vater nannte Hadir den Schabal, seinen kleinen Löwen. Was ist aus ihm geworden? Er starb im Kampf.
قوات القتلة الخاصة أدمين سيدتي. Halte uns auf dem Laufenden. Alex, hier lang. Okay. Hadir wartet auf uns. Er sollte alles mitbringen, was er hat. Alex, sieh dir das an. 338 Lapua. Panzerbrechend auf 600 Meter. Ich habe das selbst zusammengebaut. Bitte, benutze sie. Okay, danke. Heißes Eisen, Bruder. Schütze sie mit deinem Leben. Sie tut es auch für dich. Danke, Adir. Perfekt für diese Entfernung. Ich übernehme das Sichten, Alex. Wir sind jetzt Brüder. Mach mich stolz, Alex. Leg dich flach hin. So wird der Schuss präziser. Okay. Benutze dein Visier. Machen wir dich bereit. Achte auf das schimmernde Licht beim Highway. Wo ist denn hier ein Highway? Siehst du das Funkeln bei der Straße? Ja. Ja. Passe jetzt die Vergrößerung an. Bin schon dran, Commander. Wie förmlich. Ali, stoß zu den anderen. Ja, Commander. Bleib an ihm und du siehst mein Team an der Straße. Ja, ich sehe sie. Sie unterstützen uns, wenn wir den Al-Katala-Konvoi angreifen. Ah ja, platziere ein Ziel beim Bus. Tikrami, Bintelam. Entuchwani. Vertikale Striche sind für die Distanz. Jeder steht für 200 Meter. Hetemu, Tavjir. Das Ziel ist 400 Meter weit weg. Ziele zwei Striche darüber. Zwei Striche, verstanden. Der Wind lenkt deine Schüsse vom Ziel ab. Die Flaggen zeigen seine Richtung. Schieß dann gegen den Wind. Erledigt. Treffer. Aber gerade so? Sie spricht mit dir, Alex. Mein Bruder, dein größter Fan. Probieren wir noch ein Ziel auf andere Reichweite. Ziemlich weit hinten ist ein blaues Haus. Siehst du es? Ein einstöckiges blaues Haus im Westen. Mhm. Sichtkontakt zum blauen Haus. Da ist Obst auf der Kühlbox. Distanz 600 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. So. Die Melone, Alex. Auf der Kühlbox. Nach links anpassen. Etwas höher. Nach links anpassen. Etwas höher. Na dran. Weiter nach links. Jawohl. Treffer. Gut. Er ist ein wahrer Obstkiller. Das habe ich gehört. Yahayawen, passt auf, Jungs. Jetzt sollte alles passen. Nutze immer die Umgebung zu deinem Vorteil. Flaggen zeigen die Windrichtung und Orientierungspunkte die Distanz. Verstanden. Gut. Und jetzt achte auf Aktivität auf der Straße. Sie werden bald da sein. Gut. Schauen wir mal. Er hat ein bisschen was von der Makarov. Nichts als Wind. Ein bisschen von der Mission mit Captain Price im ersten Teil. Also im Original. Ich hab was bei der Ölpumpe. Jupp. Nur ein paar Streuner. Sichte weiter die Straße. Der Wolf wird bald da sein. Okay. Sonst noch irgendwas? Ah, ich höre was. Ein Fahrzeug nähert sich von Osten. Verstanden. Nicht angreifen. Sie haben ein Fahrzeug gesichtet. Rechte Seite. Könnte der Wolf sein. Oder seine Männer. Wir bekommen endlich etwas Gesellschaft. Sieht nicht nach dem Wolf aus. Das sind Speere des Wolfs. Noch nicht schießen. Erst bei freiem Schussfeld. Oh ja, wahrscheinlich geht's ins Haus. Ali, siehst du sie? Sie klettern auf das Dach! Augen aufs Dach, Alex. Zwei, auf dem Dach. Ja, ich sehe sie. 400 Meter,
Schieß, wenn du so weit bist. Guter Treffer. Noch einer. Guter Schuss. Zwei Speere weniger für den Wolf. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir noch ein bisschen weiter, ob wir noch was erledigen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.